Die grausame Todesstrafe in Japan. Ist so ein Mainstream-Titel. Gucken wir mal. Was passiert in Japan, Alter? Immer mehr Länder auf der Welt schaffen die Todesstrafe ab. 2024 führen nur noch zwei große Industrienationen Hinrichtungen durch. Die USA und Japan. US-Bundesstaaten sind seit jeher transparent, was den Zeitpunkt und die Anzahl der Hinrichtungen angeht. Japan dagegen hat seine Exekutionen jahrelang geheim gehalten. Ach krass, wusste ich gar nicht. Erst seit 2010 ist bekannt, wie... Bist du gegen die Todesstrafe, Jan? Boah, Selnay, dieser Satz, diese Frage sorgt immer für Kommentare. Ja, und auch wenn jetzt jemand kommentiert, was würdest du machen, wenn jemand dein Kind missbraucht, dies, das, da auch keine Todesstrafe? Ja, da redet man wieder emotional und ist wieder anders. Aber ich bin der Meinung, dass kein Mensch das Recht hat, jemanden umzubringen. Lass ihn im Gefängnis verrotten und jemand im Gefängnis wird den Rest schon klären, wenn die Leute rausfinden, was Sache ist, weißt du? Wie grausam die Todesstrafe in Japan abläuft. Der 26. Juli 2022. Tomohiro Kato sitzt im Todestrakt der Tokioter Haftanstalt. Vor 14 Jahren hat er sie... Was für ein Gefühl das sein muss, dass man weiß, okay, ich kriege die Todesstrafe. Stell dir mal vor, du sitzt im Gefängnis und du weißt, du kriegst die Todesstrafe, Bruder. Du wirst einfach ermordet. Menschen getötet und 10 weitere verletzt. Tokio. Ja, Bruder. Er hat aber auch 10 Leute getötet, ne?警察によれば、ある男がトラックで買い物かの群れに突っ込みました。その後、彼はレンタカーから飛び降り、倒した人々を刺し始め、次に恐怖にかぎった傍観者に注意を向けました。 2011 wurde Tomohiro Es gibt so viele kranke Menschen auf dieser Erde. Okato vom Bezirksgericht Tokio zum Tode verurteilt. Sein Alltag ist monoton. Er steht morgens um 7 auf und legt sich abends um 9 Uhr schlafen. Seine Zelle hat die Grundfläche von 4 Tatami-Matten. Die Einrichtung besteht aus einem Waschbecken, einer Kommode, Bettzeug und einem kleinen Tisch. In Japan warten Häftlinge teilweise Jahrzehnte im Todestrakt, bis die Exekution vollstreckt wird. Boah, das ist auch krass, ne? Also, wie gesagt, ich habe kein Mitleid mit diesen Menschen, auch wenn ich nicht sage, man sollte niemanden umbringen und so. Aber stell dir mal vor, du wirst auch 10 Jahre verschimmeln gelassen. Ne? Also, die lassen dich auch 10 Jahre richtig leiden, verschimmeln. Wahrscheinlich dich totprügeln und dann bringen sie dich um. Und im Gegensatz zu Verurteilten in den USA haben sie keine Ahnung, wann genau sie sterben werden. Die Häftlinge beginnen also jeden Tag in dem Wissen, dass es vielleicht ihr letzter sein wird. Sie werden schon krass, ne? Oft erst wenige Stunden vor ihrer eigenen Hinrichtung informiert. Die japanischen Behörden sagen, das halte die Insassen emotional stabil. Es reduziere die Gefahr, dass sie Suizid begehen. Befürworter sehen das als eine Art ausgleichende Gerechtigkeit. Die Opfer der Verurteilten hätten schließlich auch nicht gewusst, wann ihre letzte Stunde schlägt. Aber Kritiker beschreiben diese Praxis als unmenschlich. Menda Sakai hat 34 Jahre lang auf seine Hinrichtung gewartet. 1983 wurde er dann plötzlich aus der Haft entlassen. Wie sich herausstellte, hat die Polizei Beweise für sein Alibi und seine Unschuld zurückgehalten. Das macht 12.410 Tage, an denen sich Sakai zu Unrecht vor der Todesstrafe gefürchtet hat. Boah, das ist krass. Zu Unrecht ist krass. Auch der frühere Boxer Iwao Hakamada kam 2014 aus dem Gefängnis frei. Ein Gericht hatte das Verfahren gegen... Ich glaube, auf dieser Erde gibt es nichts Schlimmeres, als unschuldig im Gefängnis zu sitzen. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen. ...gegen ihn wieder aufgerollt und seine Unschuld bewiesen. Stell dir vor, im Gefängnis stirbt jemand aus deiner Familie, die ist so... Boah. Also, wie willst du das rechtfertigen, dass du von jemandem seine Zeit geklaut hast und dann noch zu Unrecht? Ein Mensch hat je so lange in der Todeszelle gesessen. 45 Jahre. Über 16.500 Tage, von denen jeder der Letzte hätte sein können. Auch Kato wartet auf die Vollstreckung seines Todesurteils. Die Gegenstände in seiner Zelle haben runde Kanten, damit er seine Haft nicht auf eigene Faust verkürzen kann. Am 26. Juli 2022, nach 14 Jahren des Wartens, wird es plötzlich ungewöhnlich hektisch vor seiner Tür. Von 193 UN-Mitgliedsländern haben sich bis heute 144 von der Todesstrafe distanziert. In den meisten Industrieländern gibt es heute keine Hinrichtungen mehr. Aber Japan ist in dieser Hinsicht seltsam. In diesem Buch findet sich eine gute Erklärung. In den USA ist die Todesstrafe zwar noch legal, aber umstritten. Das politische System ist föderal und die öffentliche Meinung oft gespalten. Viele US-Bundesstaaten haben die Todesstrafe komplett abgeschafft. Japan dagegen ist ein Zentralstaat.
Und Umfragen zufolge wird die Todesstrafe von einer klaren Mehrheit in der Bevölkerung befürwortet. In den USA wird die Todesstrafe heute vor allem in Bundesstaaten praktiziert, in denen es früher Sklaverei gab. Es gibt also eine Verbindung zur Geschichte der Rassentrennung im Land. Japan ist ethnisch gesehen sehr homogen und hat, rein wirtschaftlich, mit weniger sozialer Ungleichheit zu kämpfen. In Europa hat der Sturz von Diktatoren wie Hitler, Mussolini und Franco jedes Mal zur Abschaffung der Todesstrafe im Land geführt. Auch Japans Autokratie brach 1945 zusammen, aber die Todesstrafe blieb. In Österreich, Großbritannien und Frankreich wurde das Ende der Hinrichtungen durch die Wahl linksdemokratischer Regierungen besiegelt. 2009 kam in Japan die gemäßigt linke Demokratische Partei an die Macht, aber die Todesstrafe blieb. Das wirklich Seltsame an der Todesstrafe in Japan sind die brutalen Umstände. Die Mordrate beträgt nur einen Bruchteil der Quote in den USA. Sie ist auch niedriger als überall in Europa. Ja, Bruder, wenn man weiß, dass man umgebracht werden kann als Strafe, logisch. Außer in Belarus nirgends mehr Insassen exekutiert werden. Und trotzdem wurden in Japan zuletzt fast genauso viele Todesurteile vollstreckt wie in den USA. 2018 richtete Japan 15 von insgesamt 116 Todestraktinsassen hin. Das waren nur 10 weniger als in den USA, wo über 10-mal so viele Menschen in der Todeszelle saßen. Bei 7 dieser 15 Hinrichtungen handelte es sich um die Attentäter der Weltuntergangssekte Aum Shinriku. Sie wurden alle am selben Tag exekutiert. Solche Gruppenhinrichtungen hat es in Japan immer wieder gegeben. Krass, ey. In den USA wird das Todesurteil ausdrücklich als einzigartiges rechtliches Verfahren betrachtet, das besonders strengen Anforderungen unterliegt. Der Weg zum Todesurteil führt über ein zweigeteiltes Gerichtsverfahren. Ach, krass. Zuerst wird in einem Strafprozess über Schuld und Unschuld entschieden. Das Urteil der Jury muss einstimmig sein. Wenn der Angeklagte für schuldig befunden wird... Oh, das ist auch hart. In Amerika entscheidet ja die Jury mit, ne? Und stell dir mal vor, einer sitzt und sagt, ja, sollte umgebracht werden. Folgt ein zweiter Prozess, in dem das Geschworenengericht das Strafmaß festlegt. Erst dann kann der Richter die Todesstrafe verhängen. Nur in Florida und Alabama muss das Urteil nicht einstimmig sein. Hm. Aber diese beiden Staaten sind die eindeutige Ausnahme. Und die Todesurteile erfordern immer noch haushohe Mehrheiten. In Japan läuft das anders. Im Cyber-In-System werden ganz normale Bürger als Laienrichter berufen. Sie entscheiden dann gemeinsam mit Berufsrichtern sowohl über das Urteil als auch über das Strafmaß. Für die Todesstrafe ist nur eine einfache Mehrheit nötig. Nur um das klarzustellen. Angenommen, 5 von 9 Richtern sind der Meinung, der Angeklagte sei schuldig und verdiene die Todesstrafe. Aber die anderen 4 Richter halten ihn für komplett unschuldig. Wird er trotzdem umgebracht, dann reicht diese hauchdünne Mehrheit, diese eine Stimme, um jemanden zum Tode zu verurteilen. Das ist schon krass, Mann. Es gibt in Japan 7 Haftanstalten, die Todesstrafen vollstrecken. Der Justizminister entscheidet höchstpersönlich, wann die Hinrichtung stattfindet. Sobald er oder sie den Vollstreckungsbefehl unterzeichnet hat, dauert es 5 Tage bis zur Exekution. In der Vergangenheit wurden diese Befehle oft direkt vor politischen Ruhephasen unterzeichnet. In dieser Zeit gibt es nur wenig mediale Berichterstattung. Die Angehörigen und Anwälte der Häftlinge werden nicht über den Zeitpunkt der Hinrichtung informiert. Sie bekommen erst nach der Vollstreckung Bescheid. Also dann, wenn die Verurteilten bereits tot sind. Krass. Kato wird in einen Andachtsraum gebracht. Hier führt ihn ein Geistlicher durch die letzten Rituale. Er hat kurz Zeit für ein Testament, eine kleine Henkersmahlzeit oder eine letzte Zigarette. Danach kommt er in einen weiteren Raum mit einem kleinen Altar. Wie muss diese letzte Kippe schmecken? Für Buddhisten steht hier eine kleine Buddha-Statue. Gehört man zur christlichen Minderheit im Land, wird ein Kruzifix aufgehängt. Heftig. Und Muslime gibt's da gar nicht oder kaum? In diesem Raum verließ der Gefängnisdirektor offiziell den Vollstreckungsbefehl. Das Letzte, was Kato sieht, ist der blaue Vorhang, der den Durchgang zum nächsten Raum verdeckt. Oh, das ist hart, Digga. Das ist sehr hart. Also wie gesagt, ich habe kein Mitleid mit diesen Leuten, wenn die selber Mörder sind und so, und ich stehe nicht dahinter, aber der Anblick ist ja trotzdem krass. Allein der Gedanke. Die Wärter verbinden ihm die Augen, ziehen ihm eine schwarze Kapuze über den Kopf, fesseln ihm die Hände hinter dem Rücken und binden seine Knie zusammen. Dann wird er... Bruder, stell dir mal vor, du bist der Typ, der diesen Job ausführt, ne? Puh, Junge. Er in den nächsten und letzten Raum gebracht. Die Todeskammer. In den USA die werden erhangen. Werden die meisten Hinrichtungen per Giftspritze durchgeführt. Mhm.
In Japan werden alle Hinrichtungen durch Erhängen vollstreckt. Auf dem Boden in der Mitte des Raumes sind zwei rote Vierecke markiert. Der Verurteilte wird genau in die Mitte gestellt. Direkt unter ihm befindet sich eine Falltür. Sobald der Gefangene... Würdest du sagen, die Leute, die sowas durchführen, sind Mörder? Natürlich, Bruder, natürlich. ...in Position ist, betreten drei Wärter den Angriff... Das macht die Tat der Mörder nicht besser, also die halt zum Todesurteil verurteilt werden. Wie gesagt, ich habe kein Mitleid, aber ja, zu 100%. Der abdrückt oder der was auch immer macht, ist der Mörder, Bruder. ...grenzenden Nebenraum. Sie können den Verurteilten nicht sehen, aber jeder von ihnen hat einen dieser identischen Knöpfe vor sich. Wenn es soweit ist, drücken die Wärter gleichzeitig auf die Knöpfe. Zwei bewirken nichts. Einer öffnet die Falltür. Welcher das ist, bleibt geheim, damit sich niemand schuldig fühlt. Wow, habt ihr gehört? Damit sich keiner von den Wärtern schuldig fühlt. Alter, wow, das macht's voll besser, aber. Die Amtshandlung wird mit 20.000 Yen entlohnt. Etwa 100... Was? Die Amtshandlung wird mit 20.000 Yen... Die Amtshandlung, 20.000 Yen. ...entlohnt. Etwa 125 Euro pro Wärter. Krass, ne? Die Hinrichtung wird von einer Handvoll Beamter überwacht. Gefängnisleiter, einem Arzt und Vertreter der Staatsanwaltschaft. Der Arzt wartet 5 Minuten, bis er den Tod bestätigt. Nach der Reinigung des Körpers werden die Angehörigen informiert. Wenn die Familie keine besonderen Wünsche hat, wird der Leichnam eingeäschert. Bei besonders prominenten Verbrechern bleibt die Asche manchmal länger in Polizeigewahrsam. Bis 2007 gab die japanische Regierung keine Auskunft darüber, wer hingerichtet wurde und warum. 2010 erhielt die Öffentlichkeit erstmals Einblicke in Japans Hinrichtungskammern. Die damalige Justizministerin war gegen die Todesstrafe und wollte eine öffentliche Debatte ankurbeln. Aktuell sitzen in Japan 106 Verurteilte im Todestrakt. Das letzte Todesurteil wurde wegen eines Brandanschlags verhängt, bei dem 36 Menschen starben. Tomohiro Katos Hinrichtung war bis dato die letzte im Land. Stell dir mal vor, du bist der Letzte, wo man weiß, okay, ein Jahr später wärst du vielleicht nicht umgebracht worden. Oder du weißt, was dein Bruder ist, dein Vater ist oder was auch immer. Macht deine Tat besser? Nein, aber ihr wisst doch, was ich meine. Ja, verrücktes Video, Alter. Verrückt. Wenn ihr wollt, dass auf weitere Videos von Simplicissimus reagieren sollen, dann lasst gerne dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und lasst gerne eure Gedanken in den Kommentaren da.